Leute, ratet mal, wer der schlauste Mensch auf dieser Welt ist. Ich habe nämlich gerade ein tolles Video für euch gedreht und habe festgestellt, dass ich dieses Video mit der Frontkamera gedreht habe. Die Qualität von der Frontkamera ist natürlich viel, viel schlechter als die von der normalen Kamera. Ich habe mir gedacht, während der Kuchen backt, beantworte ich einfach ein paar Fragen von euch. Fangen wir doch gleich mal an mit der ersten Frage. Mein Handy steht auf dem Toaster und es ist eben die ganze Zeit runtergefallen. Erste Frage ist von Philipp bei Snapchat. Philipp fragt, wie alt ich bin, seit wann ich Musik mache und was meine Mitschüler zu meiner Teilnahme am ESC Frontschritt gesagt haben. Also, ich bin 20 Jahre alt. Ich komme aus einem kleinen Dorf im Norden Deutschlands, nahe der dänischen Grenze. Ich habe halt immer in meinem Zimmer so gesungen zu Karaoke-Videos bei YouTube. Hab da auch immer Gitarre spielen gelernt. Und habe dann natürlich immer gesungen. Als ich in der 6. Klasse war mit 12, ein Musical in der Schule aufführen sollten, wollte ich halt ein Solo singen und ich habe so gedacht, oh nein, ich kann das nicht. Habe mich nicht getraut und so, bla bla bla, wie es halt immer so ist. Die nächste Frage ist von Jerome. Ich glaube, den Namen spricht man so auch aus bei... Was spricht man auch aus bei Snapchat? Klar. Wie meine Erfahrungen waren, ob ich viel auf der Straße angesprochen werde. Meine Erfahrungen waren Bombe. Sehr, sehr coole Erfahrungen gemacht. So viele coole Musiker auch. Ohne Witz, ich krieg Hammergänsehaut, ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Völlig verrückt. Bin wirklich so froh, dass ich damit machen konnte und dass ich allgemein mal sehen konnte, wie das so abläuft beim Fernsehen. Es war einfach wirklich die beste Zeit, die ich hatte. Ob ich viel angesprochen werde auf der Straße, eigentlich überhaupt gar nicht. Ich bin bei Rossmann einkaufen gegangen. Wieso gucke ich jetzt richtig? Bist du Helene? Fand ich ganz süß. Dann hat er mich auch gefragt, was ich nach der Schule geplant habe, wenn ich es diesmal schaffe. Also ich bin jetzt sehr darauf gepolt, dass ich meinen Traum von der Musik auch wirklich machen kann, weil ich glaube, das Leben ist viel zu kurz für Sachen, auf die man eigentlich keine Lust hat. Deswegen arbeite ich darauf hin. Wo ich sagen muss, gegen YouTube hätte ich auch nichts. Also ich hätte nichts dagegen, eine YouTuberin zu werden und euch mit einzubringen. Meine nächste Frage ist von Nöklö bei Snapchat. Welcher EST-Song hat dir am besten gefallen? Als ich die Lieder kennengelernt habe, habe ich mir gesagt Wildfire, einfach weil ich mich mit Wildfire besser identifizieren konnte. Aber dann haben wir halt geprobt in Köln. Dann habe ich festgestellt, dass ich mich auch doch wirklich eigentlich sehr gut mit dem Song identifizieren kann. Allerdings, jetzt nach dem Vorentscheid, bin ich wieder auf der Wildfire-Seite. Ich würde Marit Larsen so gerne sagen, dass ich den cool finde. Marit Larsen, dein Song ist echt cool. Dann habe ich noch eine Frage von Alina Hu. Wie das Gefühl war, beim ESC Vorentscheid teilnehmen zu können und hat mir geschrieben, dass er ein sehr, sehr großer Fan von Florian Silbereisen ist und wie es war, ihn kennenzulernen und ob ich die Möglichkeit hatte, Backstage mit ihm noch ein bisschen zu quatschen. Das war nämlich so. Ich bin immer noch total geflasht. Ich kann das auch irgendwie noch gar nicht so verarbeiten. Auch mit der Presse alles, das war eine super, super coole Zeit. War auch sehr stressig, aber ich finde, das war jetzt nicht so ein Stress wie in der Schule, bei dem man sagt so, oh Gott, ich schaff das nicht, ich habe keinen Bock mehr. Und halt so ein Stress, den man gerne in Kauf nimmt für das, was man am Ende daraus hat. Ich bin super, super dankbar für alle Musiker, für alle Leute, die da gearbeitet haben. Ich freue mich so sehr und ich möchte das niemals vergessen. Ich vermisse die Kandidaten total. Ich vermisse das mega, dass wir morgens zusammen frühstücken gehen oder abends zusammen essen. So, jetzt zu Florian. Florian ist ein super netter Typ. Ich habe ihn schon bei der Pressekonferenz in mein Herz geschlossen. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte, aber ich habe ihn sofort in mein Herz geschlossen. Ich kriege sogar Gänsehaut, wenn ich über Florian rede. Mensch, ich habe noch mit ihm reden können. Ich war backstage noch bei ihm kurz und habe ihm ein bisschen gequatscht. Dann hat er noch meine Brille geputzt, weil die so dreckig war. Mega peinlich. Ich bin ganz ehrlich, ich habe nicht so viel erwartet von Florian Silbereisen. Er hat mich einfach 100% umgestimmt. Mein Herz. Aber was ich auch noch mal erzählen wollte, ich habe ja Matthias Schweighöfer getroffen. Super peinlich. Ich bin ja immer ein sehr, sehr großer Tollpatsch und ein sehr, sehr großer Vollidiot. Und als der Matthias dann da reinkam in die Maske zu uns Mädels, was rutscht mir raus? Du bist ja gar nicht so dünn wie im Fernsehen. Super peinlich. Eigentlich tut mir das auch nicht leid. Dann vergisst du mich vielleicht nicht so schnell, hoffe ich zumindest. Also der war auch super nett für alle, die das interessiert. Vielleicht kommst du ja nochmal nach Hamburg. Also Matthias, wenn du das siehst, ich würde sehr, sehr gern zu deinem Konzert in Hamburg kommen. Ich würde auch Vorband machen, falls du noch niemanden kennst, der das machen würde. Oder so. Da ist er in einer Auflaufform. Yeah. Es ist cool, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sehen uns dann nächste Woche. Ich werde euch nächste Woche ein Musikvideo machen. Also ein Video, in dem ich singe. Bis zum nächsten Mal.